Okay, willkommen zurück nach dem kleinen Absturz. Man sieht jetzt übrigens hier Version 1.1 Beta. Ich drücke mal auf Spiel fortsetzen. Wir werden ja jetzt gleich sehen, wo es gespeichert hat. Hoffentlich ist es nicht noch Nacht. Und es wäre ja auch schade, wenn mein ganzes gefälltes Holz jetzt auch weg ist. Ja, das ist seit dem Update. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, es ist noch relativ finster. Aber das sieht so aus, als würde gleich Tag werden. Ich habe ein bisschen Bammel davor, dass das einfach jetzt immer wieder passiert, so wie es gestern war. Sobald ich ein Stückchen laufe, dass es mir hier gleich wieder einfriert. Immer nur diese 7-Minuten-Videos, das will ich ja auch nicht machen. Das schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten, wäre mir schon eigentlich ganz recht. Wir hacken Holz. Wir hacken noch ein bisschen Holz, bis es wieder heller wird. Ja, es tut mir natürlich jetzt leid. Ich habe gedacht, die Autosave-Funktion. Ja, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das am besten macht. Ich sollte vielleicht doch einfach zwischendrin immer mal abspeichern. Falls das Spiel wirklich abstürzt. Dass ich zumindest weiß, wo ich so richtig warte jetzt. Da unten waren auf jeden Fall Wölfe. Da waren auf jeden Fall, das ist das Holz, wo die Wölfe waren. Ich hätte gerne Wolle. Ich hätte aber auch gerne ein bisschen Licht. Ach, naja. Natürlich speise ich meine Follower. Kann man da schon Fans sagen? Also die Leute, die mir hier zuschauen, speise ich natürlich nicht mit einem 7-Minuten-Video am Tag ab. Und schon gar nicht dann, wenn die Leute sich das anschauen müssen, wie das Spiel spielt. Was man also sehr gut gesehen hat vorhin, bevor mir das Spiel abgestürzt ist, hat man ein Telefon oder ein Tablet, das ein bisschen Grafik machen kann. Mit vernünftigem RAM und was weiß ich, vernünftigem Grafikchip. Dann sieht das hier echt nach was aus. Also das kann man, ich finde das Spiel ist durchaus optisch nicht verkehrt. Da hinten ist mein Zuhause. Das ist mir irgendwie noch zu finster hier so ein bisschen. Hier rumzustromern. Aber wenn wir hier rumstehen und nichts machen, das ist auch nicht Sinn des Videos. Ich muss doch langsam mal. Das wird nicht heller. Das wird nicht heller. Das liegt bestimmt daran, dass es vorhin nur heller geworden, weil ich die Bäume gefällt habe. Okay, wieder zwei Wolle. Wir machen es einfach so. Ich speichere ab sofort. Die Aufnahmesoftware ist ja zurzeit recht stabil. Das heißt, ich brauche mich nur noch auf das Spiel konzentrieren. Und da das jetzt einfach ab und zu mal Mucken macht. Ach, mit Carport sogar. Das ist die Tür. Kann man die einschlagen? Okay. Ja, man kann also nach wie vor nicht in Häuser treten. Nicht in welche, die schon vorhanden sind. Ein Hase. Ja, auch das. Da könnte man fast denken, man ist wieder in der Version 09. Die Tiere sind ein bisschen lahm.
Außer die Wölfe. Da muss ich auch jetzt nicht unbedingt einen haben. Aber der Fuchs beißt nicht. Der Hase bleibt einfach hängen. Aber leider habe ich das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass das mit dem Rucken auch natürlich immer daher kommt, dass es einfach sehr heiß wird, das Smartphone. Was wiederum daran liegen kann, dass ich auf den Akku nebenbei laden muss. Na, Spezial brauche ich nicht. So. Wolle. Wir sind ein bisschen an Wolle reicher geworden. Muss ich doch in den Grafikoptionen vielleicht noch. Ich kann ja mal noch einfach den Müll und die Büsche ausschalten. Dass das nicht auch noch nachgeladen werden muss. Kann ich ja einfach jetzt zurückfahren. Ich schalte jetzt einfach mal ab. Die Serien hier. Speichern. Das kann ich auch erst während der Aufzeichnung machen. Warum immer vor? Ach, geht nicht. Dann muss ich ins Main-Menü. Na gut, ich habe gerade gespeichert. Ja, ich habe gerade gespeichert. So, Einstellung, das ist ja zumindest schon mal deutsch. Ich mache jetzt den Müll weg. Texturqualität habe ich ja schon ein bisschen runtergestellt. Und wenn ich das Auflösung reduzieren nach oben mache, stürzt dann wieder ab. Deswegen. Ach ja, was soll's. Ein Viertel der eigentlichen Auflösung für die Texturen. Und wir gucken, ob es damit ein bisschen besser läuft. Es lädt. Ein Tafelabwischspitz hatte mir früher immer unser Professor an der Uni erzählt. Ja, die hätte die Zeit aber jetzt nicht erreicht. Ich muss ja mal so ein paar Ladebildschirmwitze. Ah, es ist hell. Ach, na super. Ich muss mal kurz raus und reingehen und dann wird es auch hell. So. Okay, also an diesem Haus, das ruckelt immer noch. An diesem Haus gibt es nicht viel Wolle. Gut, das wird dann auch gleich wärmer. Viel Holz habe ich gar nicht mehr. Das ist bei dem Verschleiß, den man an Holz hat, nicht wirklich viel. Man könnte hier ganz locker um die 1000 Holz mal einfach im Gepäck haben. Und da das ja auch so unproblematisch in die Tasche packt, gehe ich mal davon aus, dass wir nur so Streichholzgrößen einpacken. Aber ich glaube, selbst 1000 Streichhölzer ist ja so ein Gepäck. So. Okay, jetzt haben wir hier einen Stein und wenn der Stein uns die Sicht auf das Haus verdeckt, dann finden wir es nicht wieder. Deswegen setze ich vor diesen Stein, ja guck mal, sieht da dieses Feuer da hinten auch noch, aber sicher ist sicher, ich stelle vor diesen Stein ein Feuer. Und dann nehme ich das von Weitem. Und wir frieren nicht ein, mein liebes Spiel. Wir bleiben schön smooth. Ein bisschen ruckelig, aber smooth. Ich glaube, das ist auch hier, dass man mal sieht, dass ich die Textur auf ein Viertel reduziert habe. Da sieht man es, glaube ich, ganz deutlich an den Bäumen. Von Weitem mag das noch gehen, aber selbst das, ich müsste es mal irgendwann probieren mit voller Auflösung. Ja, ach ja, wenn du mir ein gutes Smartphone verkaufen kannst, das irgendwie 2 GB RAM hat und einen Quad-Core-Prozessor. Also gut, das hat ja auch schon einen Quad-Core-Prozessor hier. Vielleicht ist auch das Spiel einfach noch ein bisschen. Vielleicht hat es einfach noch ein paar Speicherlecks drin. Bisher habe ich eigentlich so keine Probleme gehabt.
Aber auch dieses Smartphone ist ja nun schon, was ist das, 2013 im ersten Quartal gekommen. Es ist natürlich dann schon ein bisschen älter. Und eigentlich hätte ich das ja erst lange auf dem Tablet gespielt, aber das Tablet ist erst recht eine Katastrophe. Also das ist ja, da ärgere ich mich richtig, dass ich nicht noch die 70 Euro in die Hand genommen habe, mir ein Galaxy Note zu holen. Tablet. Aber nun ja, es ist nun mal so. Und wie das Tablet eben zum Teil der Videos. Und die Spiele auf dem Smartphone. Für mich recht klein, das dürfte für dich als Zuschauer keinen Unterschied machen. Eine Brücke. Steht eine Brücke. Mit dem Wald. Die Bäume sind auch noch nicht rot. Ach! Umgefallen. Hochspannungsmast vielleicht? Ging hier mal eine Stromleitung lang? Jetzt ist sie jedenfalls kaputt. So. Und tatsächlich. Da genau. Das ist also auch ein Strommast. Jetzt muss ich tatsächlich auf die Nacht warten, um meine Lagerfeuer wieder zu finden. Ich weiß nicht, ob das an dem Smartphone liegt, dass man einfach immer. Oh! Komm her, komm her! Was gibt das? Komm, gib mir ja 7 Wolle, oder? 5. Okay, wo ist das nächste Schwein? Da ist es. Er ist ein Hase. Du bist ein Hase, du gehörst mir. Komm, ein Schlag, eine Wolle. Gut, ich weiß, wir sind über die Straße gelaufen. Ich habe das Gefühl, mit dem Smartphone guckt man einfach ganz anders als mit der Maus vom Computer. Dahin sind die Bäume rot, das heißt, da kommen wir sehr nah an die Verstrahlungszone schon ran. Wenn ich richtig sehe, ist da hinten ein Lagerfeuer von mir. Und theoretisch müsste ich von allen Lagerfeuer aus dem Weg gehen. Dann müsste ich also den Weg nach Hause wieder finden. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Hase, der da. So. Das Gefühl, hier ruckelt es auch weniger. Kann das vielleicht auch sein? Im Wald, da wo viele Bäume sind, viele Texturen geladen werden. Hopp. Wir müssen langsam voranpatschen. Okay, wo ist Wolle? Woher bekomme ich jetzt Wolle? Wir machen jetzt mal Folgendes. Mitten in den. Ich glaube, da habe ich auch keine mehr. Es wird aber gleich warm, hoffe ich. Hier so mitten in den Wald rein, da wo es am schlimmsten mit dem Laden ist und wo es am meisten ruckelt, bauen wir jetzt eine Hütte. Und ich habe das Gefühl, wir bauen die Hütte relativ weit oben, damit ich von weiter oben aus auch genau sehen kann, wo sich Tiere befinden. Soll ich die hier an die Straße bauen am besten? Vielleicht ja. Erstmal einfach nur, um mal zu zeigen, wie das mit dem Hausbau an sich funktioniert. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Ich baue das jetzt deshalb höher. Das erkläre ich gleich. Kann es auch schon so laufen? Aha, das ist wenigstens behoben, das Problem. Warte mal. Das, von der Seite sind wir gekommen. Genau, und dahin, dann müsste da hinten. In die Richtung müsste jetzt theoretisch.
Und heute sein. Ich hab doch da jetzt nicht einfach ein Lagerfeuer hin. Da! Ach, die hat es nachgeladen erst. Da, so. Genau, da ist also immer schön den Feuern folgen. Dann finden wir uns wieder zurecht. Komm her, Hasimazi, komm. Och, komm schon. So. Dann geht jetzt genau auf diese Seite hier und hier so, mitten rein. Mitten in den Wald. Da fangen wir mal folgendermaßen an. Also, ich nehme erstmal Kohle weg. Lagerfeuer lassen wir mal drin. Schwefel brauche ich nicht. Wir haben Nägel, jetzt baue ich. Ach so, und dafür brauchen wir natürlich jetzt die Workbench. Ah, ich glaube, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Warte, komm mal her. Wir brauchen die Workbench. Also, wir laufen zum Haus. Oh, ich muss tatsächlich was essen. Ich bin begeistert. Ach, wie schön. Das macht... So, ja, wenn man ein bisschen auf was achten muss, dann macht das auch durchaus Spaß. Die Muskelkraft jetzt, man merkt jetzt auch, es ist jetzt hell, es ist Tag, es ist wieder warm, also das Thermometer ist orange. Und jetzt baut sich auch sofort relativ schnell die Muskelkraft wieder auf, die Ausdauer, die Energie, was auch immer, Stamina jedenfalls. Und da geht das recht schnell, sind wir wieder vollkommen fit. Jetzt baue ich also diese eine Foundation. Das sieht hier aus wie eine Hütte, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Das ist aber keine Hütte, das ist eine Grundlage für den Boden. Und nun war es also vorher so, ich will jetzt noch nicht hinbauen, dass man die nicht zusammendocken konnte. Das heißt, man musste genau eine neben die andere bauen und konnte sie aber, die sind nicht automatisch aneinander gerutscht. Das hat also mit sich gebracht, dass wenn man jetzt ein großes Haus bauen wollte, meinetwegen aus 4 Feldern, das sah krumm und schief aus, weil die haben überlappt an manchen Stellen und dann haben die Wände auch nicht gerade zusammengestanden und so weiter. Und da habe ich mir einfach Folgendes ausgedacht. Ich stelle einfach einen Grund irgendwo hin. Und baue darauf eine Treppe. Wooden Stairs. 8 Nägel brauche ich dafür. Ich brauche also Nägel ohne Ende. Wooden Planks machen wir erstmal die. Davon haben wir noch ein paar. Keine große Sache. Gut, Holz gibt es hier genug, wo ich bin. Okay, und für die Nägel, da renne ich jetzt nicht erst dahinter, da baue ich einfach hier eine neue. Ach. Die baue ich einfach direkt. Ne, die baue ich ja nicht hier, die baue ich in die obere Etage erst rein. Also, dann nochmal schnell dahin laufen, wir müssen Nägel machen. Wir müssen Nägeln. So, wir machen Nägel, dann bauen wir die Treppe dahin und dann denke ich, ist es tatsächlich eine angemessene Zeit für eine Aufnahmepause. Ich speichere überhaupt erstmal wieder. Safe gehen. So, wenn wir die Nägel haben, dann baue ich noch die Treppe und einen Fußboden oben ringsherum und dann erstmal eine offizielle Aufnahmepause zur richtigen Zeit. So, Nägel. Nails. Ich habe doch genug Eisen. Lass mal. Ach, drauf gepfiffen. So, machen wir alle. So. Ich guck gleich mal. Ich baue gleich mal hier die Treppe, bevor ich das sinnlos hin und her renne. Also, ich baue jetzt hier die Treppe, die Wooden Stairways. Komm hier. Eine. Och, die Nägel habe ich auch genug. Und dann brauche ich nämlich nicht die Foundation, sondern den Flur. Der Flur ist jetzt der normale Fußboden. 1, 2, 8, 3, 4. So.
Und auch gleich schon mal ein Fenster. Zack. Und zwei Wände vielleicht. Auch noch ein Fenster. So. Holz erstmal alle. Mist. Ach so, für die Werkbank brauche ich ja mehr Holz dann. Die stelle ich dann weiter oben hin, genau. Machen wir alles oben. Ich baue sozusagen jetzt also quasi ein Haus. Ich hoffe mal, dass man von unten, da mache ich mal hinten ringsrum, da sieht es aus, als hätte man quasi einen Fahrstuhl. Da geht man einfach nach oben. Und oben habe ich auch keinerlei Grenzen, was das Bauen dann angeht. Denn da mache ich einfach Fußboden an Fußboden und dann sehen die Wände auch gerade aus. Jetzt hier erstmal Inventar, die Treppe, die ist schon da. Und genau, wir machen die Treppe, die da hinten ran geht nicht, ich brauche da hinten noch eine Wand. Also hier so, genau. Ganz genau so. Jetzt die Fußböden, die. Und zwar. Ach, da brauchen wir noch viel mehr Fußböden. Eine nach hier. Das geht nicht, da kann man nicht mehr hochgehen. Ach, das macht auch keine Luke rein. Also das ist noch nicht so ganz professionell. So. Das geht nicht, aber so geht's. Okay, und dann machen wir hier, damit wir beim Hochgehen nicht runterfallen, machen wir hier unten gleich die Wände hin. Nämlich so. Da haben wir jetzt schon mal die eine und die zweite Wand. So. Jetzt kann man nämlich hier hochlaufen. Genau. Ohne dass man runterfällt hier hinten. So. Hier kann man alles jetzt noch runterfallen. Da muss auch noch eine Wand hin. Und hat jetzt hier oben die Möglichkeit, sich ganz problemlos ein Haus zu bauen. Und damit man das. Das soll ja auch schon mal ein schöner Anfang sein. So, hier in die Ecke. Oder in die Mitte. In die Mitte. Oder in die Ecke. Das wird die Außenecke. Hier kommt noch eine Schicht ran. Also machen wir einfach viele Fenster. Genug Fenster. So. Machen wir einfach genau da ein Fenster. Dann kommt da hinten noch eins nach hier. Hier kommt eine Wand dazwischen. Und hier machen wir eins in die Mitte rein. So. Das ist die grundlegende Architektur des Hauses. Und jetzt bauen wir hier oben noch einen Workbench rein, hoppala, indem wir ein paar Bäume uns noch dahin bauen. Ich glaube, da dürfte oder fehlt jetzt noch was für die Arbeit. Gar nicht mehr genau, ich weiß gar nicht, brauchte man da Wooden Planks und Holz? Oder braucht man Eisen dazu und Nägel? Nein, das braucht man gleich immer für die. Ja. Den Ofen brauche ich dafür bestimmt auch nicht. Ach, 10 Eisen, das ist ja unglaublich. Och, das ist ja nicht zu fassen. Mann, das gibt's doch gar nicht. Aber sieht schon mal ganz schick aus von unten, ne? 10 Eisen. Und das Eisen schmelzt sich im Ofen. 10 Eisen. Okay, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir doch mal, ob das nicht noch ein vernünftiges Häuschen wird. Das wird also die Mitte sein. Das wird die absolut grundlegende Mitte vom Haus. Und dann noch ein bisschen links, rechts, noch ein bisschen hochgebaut. Und dann haben wir hier ein echt schickes Haus. Und das kriegt natürlich oben auch ein Lager. Oh, nicht, mach's nicht kaputt. Und das bekommt oben auch. Ach man. Komm hoch da und da und da und da und hoch. Auch ein Lagerfeuer und das. Jetzt könnte man zwar denken, ich brenne die ganze Hütte ab, aber das ist nicht so. Zumindest war es bisher nicht so. Ich werde mal vorher speichern. Und dann machen wir jetzt hier hinten eine schöne Schlafecke. Oder lieber nicht, wenn man die Treppe hochkommt, lieber da hinten. Man muss ja nicht gleich sehen. Ja genau, man muss ja nicht gleich sehen, wenn die Treppe hochkommt, wo ich immer schlafe. Ne? Also,
So, brennt nicht ab. Super. Toll. Okay. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ich denke, wir werden das Haus gemeinsam ein wenig fertigstellen. Nicht? Einen schönen Tag noch. Wir sehen uns wieder, wenn du möchtest. Tschüss.